Hallo Leute, so wie ihr seht, habe ich schon eine Jacke an, oder? Ich bin schon auf dem Sprung, ich habe einen kleinen Autounfall gehabt. Falls es jemand interessiert, mir ist nichts passiert. Und für alle die, die gehofft haben, dass mir was passiert wäre, müsst ihr noch eine Weile warten. Okay, jetzt gleich zu dem, der auch aus Singe kommt oder in Singe groß geworden ist, so habe ich es auf jeden Fall verstanden. Ob sich die Stadt verändert hat, beziehungsweise was mein Gefühl ist, ob sich die Stadt oder auch die Leute verändert haben. Zu der Stadt kann ich nur sagen, ja, Straßenführung habe sich geändert zum Teil. Viele neue Geschäfte, das gab es früher alles so nicht. Das ganze Rotlicht, beziehungsweise die Kabarets und das ist alles weg. Das war ja früher da. Viele Clubs sind zu. Gut, da spielt natürlich jetzt auch die Corona-Scheiße damit, klar. Oder beziehungsweise spielt damit eine Rolle. Zu den Leuten möchte ich nur eins sagen. Ich denke nicht, dass ein Mensch sich verändert. Ich denke, ein Mensch ist so, wie er ist. Aber du erkennst sein wahres Gesicht immer nur in bestimmte Situationen. Also wenn du mit 20, 30 Leuten zusammensitzt, am Feiern bist, alles top, jedem geht's gut, dann ist ja auch alles gut. Aber als ich zum Beispiel aus dem Gefängnis gekommen bin, oder, haben die Leute mich angequatscht mit Bruder, ich musste ja hier aufs Bürgeramt, habe mich dann anmelden müssen wieder, ist ja logisch. Dann sind mir so unzählig viele Leute entgegengelaufen mit Bruder, 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 oder? Ich habe gesagt, quatsch mich nicht an mit deiner Bruder, scheiße, will ich alles nicht hören. Ihr habt nicht mal 10 oder 20 Euro für mich übrig gehabt, für das Telio-Konto. Also Telio-Konto, das ist eine Telefonanlage, das ist was ähnliches wie Telekom. Bloß halt Telio, das ist die Telefonanlage für die Haftanstalt. Ich glaube, das ist sogar deutschlandweit so. Also im Osten war es auf jeden Fall so. In Heimsheim, Rotenburg, Mannheim und so habe ich das auch so erlebt. In Bayern habe ich ehrlich gesagt gar kein Telefon gesehen, wenn ich ganz ehrlich sein soll, wo ich in Nürnberg gesessen bin auf Schub. Um auf die Leute zurückzukommen. Brüder, Freunde sind sie immer, wenn es dir alles gut geht, aber wenn es dir scheiße geht, dann ist kein Schwein mehr da. Da merkst du es denn, oder? Auf jeden Fall war ja damals auch keiner bereit, mir mal eine Karte zu schreiben oder mir mal 10 oder 20 Euro eben auf diese besagte Telio-Anlage zu überweisen, dass ich telefonieren hätte können. Also jeder Gefangene hat ein Haftkonto, da ist es möglich, von außerhalb dort Geld hin zu überweisen und dann kann dieser Gefangene eben telefonieren. Das hat für mich die wenigsten Leute gemacht, also von hier gar niemand, ehrlich gesagt. Oder doch, einer hat es gemacht, doch, ein sehr guter Bruder von mir, den ich schon aus Kindesstaat kenne, aber sonst keiner. Aber ich habe die Leute, ich nehme die Leute jetzt anders wahr, klar, natürlich, oder? Jetzt ist eine Extremsituation gewesen, wo ich aus dem Knast gekommen bin. Und das ist auch in eurem Umfeld so, glaubt's mir, ihr werdet das wahr. Die Leute sind immer so, wie sie sind. Die verändern sich. Ich denke, der Mensch verändert sich nicht. Ich denke nur, dass es gewisse Situationen im Leben gibt, wo du dann das wahre Gesicht diesen jemanden erkennen kannst. Es spielt auch keine Rolle, ob das Frauen oder Männer sind. Ich persönlich zum Beispiel, als ich aus der Haft rauskam, habe ich in meinem Auto gewohnt bis Ende November. Ich wäre sogar tatsächlich fast erfroren. Das ist kein Spaß. Das hat kein Schwein interessiert. Und ich kenne Leute, die haben eigene Immobilie. Die haben mich angequatscht mit Bruder. Da war aber nichts da, dass ich da mal hätte wohnen können oder sonst irgendwas. Meine Schwester, meine Kleine, die hätte für mich alles getan. Die hatte selber aber mehrere Kinder und dann wollte ich in der kleinen Wohnung mit ihr, mit meinem Schwager und mit den Kindern zusammenleben. Das wäre alles zu stressig geworden für sie. Da habe ich für mich entschieden, du bleib im Auto. Aber wie gesagt, da wäre fast erfroren. Da habe ich unter Brücke pennt, auf Parkplätze, Raststätte oder sonst irgendwo im Wald gestanden, einfach im Auto. Wie gesagt, das war scheiße. Da erkennst du dann natürlich deine Leute. Und aufgrund dieser Tatsache habe ich mit dem größten Teil der Leute ja gar nichts mehr zu tun. Will ich ja heute, brauche ich heute. Ich lebe alleine, ich fresse alleine, ich trainiere alleine. Ich habe ein paar vereinzelte Leute noch, das ist eine Handvoll, oder? Die stehen zu mir hundertprozentig, egal was passiert. Und der Rest brauche ich nicht mehr. Und das werdet auch ihr noch sehr schmerzhaft erfahren, wenn es denn mal so weit ist, dass es euch scheiße geht oder ihr in einer schwierigen Situation seid. Da könnt ihr dann erkennen, wer eure wirklichen Brüder und Freunde sind. Ich will jetzt nicht allzu lang machen, ich habe die Zeit gehalten. Ich werde das nächste Mal auch ein Video dazu packen, damit ihr mal ungefähr eine Vorstellung davon habt, wo ich denn gewohnt habe, beziehungsweise wo ich gelebt habe mit meinem Auto. Ich muss los, ich muss mich jetzt um das Auto kümmern, beziehungsweise um Leute, die sich ums Auto kümmern werdet. Ich habe nicht allzu viel Zeit, aber wir hören uns auf jeden Fall am Samstag. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Kauft bitte weiterhin mein Buch. Also halt ganz wichtig, das muss ich noch loswerden. Ich möchte jetzt mal ein großes Dankeschön loswerden an alle, die das Buch schon gekauft haben, an alle, die mir folgen. Also die Resonanz ist wirklich fast durchweg positiv oder eigentlich wirklich nur noch positiv.
Es freut mich wirklich von ganzem Herzen, dass euch das Buch gefällt. Finde ich super. Ich finde es auch super, wenn junge Leute das Buch lesen oder da Interesse dran haben. Total genial, oder? Es ist im Leben nicht alles aus Zucker und Sonnenschein. Es gibt auch andere Zeiten und andere Sachen im Leben und die habe ich eben auch in meinem Buch beschrieben. Und deswegen bin ich eigentlich fasziniert davon, dass es auch junge Leute so interessiert und das Buch lesen. Perfekt, Jungs und Mädchen natürlich auch. Mädchen sind es jetzt weniger, klar, logisch. Aber freut mich wirklich von ganzem Herzen und ein ganz, ganz großes Dankeschön auch an die ganze Abonnente von YouTube und die Follower bei Instagram. Wahnsinn, das hätte ich niemals erwartet, oder? Weil, wie gesagt, das ist alles nicht so professionell. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein beliebter Typ, also trotz alledem, Resonanz super, freut mich wirklich von ganzem Herzen. Macht weiter so. Alles erdenklich Gute, bis Samstag. Alles klar, tschüss.